Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben, ja, wieder einige Aufgaben gekriegt, die ich allerdings alle noch nicht machen kann, außer der Weg der Dingsebumse da. Aber ich denke, ich werde erst die machen, denn die ist nicht allzu weit von mir entfernt. Sonst habe ich ja hier alles getan, was ich tun konnte. Was ist das denn da hinten für ein blaues Zeichen? Ich verfolge das mal. Prüfung des Sobek. Okay. Ja, aber ich denke noch nicht. So, Pferdchen, läuft mal bitte da lang. Läuft gerade ziemlich lahmarschig, ich weiß nicht warum. Sieht schon cool aus. Okay, die Mauer ist zu hoch. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakes trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Ja, dann tun wir das mal. Wir müssen ein bisschen weiter. Wow. Was ist da denn los? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, da hat einer ein Pferd geklaut oder so. Hilft den Rebellen. Was summt denn hier so? Achso, ich muss da hinten hin. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Na was? Warum? Wie soll ich das jetzt anmachen? Wie soll ich das jetzt tun? Wie macht er denn jetzt das Feuer an? Aber mir wird nichts angezeigt. Geht in Position. Ach, ich hab doch eine Fackel. Ja, jetzt hat er schon selber bald alles fertig hier. Brauche ich gar nicht mehr helfen. Da. Ich sollte deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Eins brennt nicht. Ach so. So, habe ich getan. Sprich mit mir. Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefres kämpft mit euch. Hotefres? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben.
Hotefres bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Senni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Senni. Ja, nein. Ach so. Na, sie singt da erstmal ein Ründchen, ey. Oh. Oh, holla. Kommst du da drüber? Ja, wow. Wow. Oh, das arme Pferd steckt fest. Wir müssen ja den armen Tier helfen hier. Geht ja sonst nicht anders. Hochklettern. Oh. Penis. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Soldaten! Hat er jetzt mit uns geredet? Wo bist du, Malakia? Komm runter. Wir müssen reden. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Komm, Bruder. Reden wir mit ihnen. Mit unseren Schwertern. Okay. Ich gebe dir Deckung. Und es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder. Scheiße! Ist der irre? Na, 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 na. Ich glaube, ich bin vergiftet worden. Das war's. Stirb! So, der ist tot. Ey, du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Wenn es sein muss. Lass mich raten, deswegen stehen die Pferde da. Da braucht jemand eine finale Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Hotefress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Oh. Wo gehen wir hin? In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Jetzt kann er wieder aufstehen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht. Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Wow. Sa'ad. Wo reiten wir denn jetzt hin? Folge Henut. Wir wurden irgendwas hat uns gesehen. Wahrscheinlich wieder ein Krokodil oder so. Wow. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Nein, 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 nein. Ich dachte, wir müssen hier rein. Also, dass wir hier rein müssen, war mir schon klar, aber ich dachte, da hinten in diese Garnison rein.
Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Okay. Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva? Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Jo, rette den Anführer der Rebellen. Der Fayum. Die Fayum-Rebellen. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Mir ist es jetzt entfallen. Ist das denn sehr weit? Na geht. Mir wäre viel lieber, wenn wir mal wieder so ein Tier... Also ich weiß nicht, diese Aktion hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Weil so viele Tiere trifft man hier gar nicht. Ah ja, da ist sie. Ich sehe schon. Mhm. Aber hier darf ich noch lang. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Oh. Wie praktisch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Komm raus. Hey, bist du müde? Oh oh. Dich blitze ich auf. Oh oh. Upsala. Kein Foto machen. Der Typ ist zumindest nicht tot. Was schon mal positiv ist. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Der irre Sivana! Ich hab von dir gehört! Du hast alleine in der Arena gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Wow, 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 wow. Oh, 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 nein. Ich muss mich gerade kratzen, ey. Hey, weg mit dem Vogel! Oh, das wird sehr knapp. Ich hätte die... vorher ausschalten sollen. Ich brauche noch einmal. Oh, scheiße, ich muss nochmal weg. Jawohl. Toller Verbündeter, ey. Hilft überhaupt nicht mit. Da, wo waren jetzt hier die Freunde von ihm da? Nee. Der Rückweg ist sicher. Zuerst brauche ich noch was von dir.
Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison? Bist du verrückt? Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. Eliminiere den Kommandanten der Bubastos-Feste. Oh. An sich bin ich eigentlich derselben Meinung wie der Typ. Mir gefällt das nicht, dass wir das alleine machen sollen. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Halt! Bleib stehen! Wow. Hörner, Stimmen. Da greift noch jemand die Feste an. Ja, das ist doch gut. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Das ist nicht schlecht, das nutzen wir. Oh, den kriege ich. Das. Ah, Hilfe! Hallo, 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 hallo. Na, der ist tot. Wo müssen wir noch helfen? Da unten? Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wie ich. Also, wo lang weiß ich schon. Aber ich weiß gerade gar nicht, wem ich helfen soll, wem nicht. Oh, der sieht groß aus. Kann ihn mal einer aufhalten? Oh, 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 ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ach du, was ist das denn für ein Vieh, ey? Du hättest nicht herkommen sollen. Oh, das ist doch sowas von unfair hier, die Scheiße. Hallo, ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Bin eh tot. Oh. Scheiße. Jetzt erst mal wieder ein bisschen Leben kriegen. So, den habe ich. Wenigstens ein bisschen. Okay, jetzt muss ich weiterrennen. Sind die ganzen Zivilisten tot? Nein, ich hab das Ziel in Sicht. Ich krieg dich. Ich erschieß ihn. Wo da unten? Unten sollen welche sein. Wo? Verdammt, da bist du ja. Deine Zeit ist um. Der Adler hat die Tür. Verstehe nicht, wo die Zivilisten sein sollen. Da unten. Kein schwerer Schuss. Mir kommst du nicht. Hier, oder? Nee. Doch, oder? Oh nein, der Philakis. Oh nee. War so klar, dass der jetzt auch noch kommt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang laufe, ey. Oh, sieht gar nicht aus, als wenn die hier Zivilisten wären. Und ein Haufen Gegner. Was gefunden? Bisher nicht. Hey, was? Stirb, du Sau! Los, kämpft! Hanna Teru! Der Lanzeba!
Ja, ihr solltet kämpfen. Boah. Ach, da oben. Ist hier ein Löwe? Hey! Zeig dich! Oh, hat dir jemand gezeigt, wie man das benutzt? Ich weiß ja aber nicht, welcher das ist, ey. Okay, der ist tot. Der ist schon mal tot. Da bist du ja. Verdammt. Warum kommen die denn hier rein? Da! Okay, den habe ich auch. Den habe ich auch. Nächste. Da bist du ja. Den habe ich auch. Okay. Was war? Keiner von denen war der Kommandant. Oh, Scheiße. Wo ist der Kommandant? Was? Hey, was? Hey, da! Ich schlitze dich auf! Ja, los, Senno. Der ist tot. Der ist definitiv tot. Das ist das Ende der Korruption. Ich sollte zu den anderen. Hey, was? Das oh, war's. Fuck. Stirb! Erst will ich hier noch ein paar Leute killen. Komm raus. Na los. Was? Außer den Philakis. Den töte ich nicht. Obwohl, ich habe alles, was ich will, ne? Ich könnte auch eigentlich gehen. Na, das war klar. Ich dachte, der springt jetzt direkt aufs Pferd oder so. Das wäre doch mal nice gewesen. Erledigt man das. Das war's. Du hattest Hilfe. Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken. Sie waren furchtlos. Die Rebellen taten auch ihren Teil. Du hast sie inspiriert, Bayek. Tatsächlich bewundern sie dich. Unsere Höfe werden gut beschützt werden. Sie lieben den irren Sivaner. Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fayum heimsucht. Dein Volk ist befreit. Ein guter Anfang. Hotefres, jetzt werde deinem Namen gerecht. Und meiner Pflicht als Ehemann. Shadia hat dich sofort gemocht, weißt du. Du hast hier immer ein Zuhause, wenn du es brauchst. Oh, wie süß. Wie süß, wie süß, wie süß.
Oh, Shatias Puppe. Verlockung des Ruhe. Achso, könnte ich jetzt schon. Gefahr im Verzug. Ja. Machen wir erstmal das. Dafür muss ich zur Karte und ich muss weit reisen. Sehr weit reisen. Oje. Oje, oje, oje. Oje, 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 oje. Okay, dann nehme ich die mit. Genau. Reise hier so rüber. Adlersprung. Straße folgen. Hier ist überhaupt keine Straße. Und hier im tiefsten Dschungel, ey. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wachen? Ha! Was? Wow. Ha. Vorsicht. Ja, hier hängen sie. Oh. Ha! Ach so, ja, ja. Ich jetzt sehe ich's. Das ist für uns aber nicht wichtig. Hey. Wieso wollen die uns denn dann immer sofort angreifen? Den checke ich immer noch nicht. Okay, schwimmen heißt Krokodil. Achtung. Senno! Hä? Oh. Ha! Senno ist nicht verfügbar? Wow. Wollen die mich verarschen? Ein seltsamer Ruf lockt Senno in die Wildnis. Bayek muss seine Gefährtin im wilden Nilland finden. Ist auch wichtig. Ja. Oh. Wonach hältst du Ausschau? Hm? Ey, das ist unsere. Oh, ist sie süß. Hau die einfach ab. Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Tahira, was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Wusstest du, dass ich hier bin? Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Leben? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Hm. Ich kenne die Geschichten. Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir dich. Komm. Tahira, warte! Hey! Jetzt kommt sie wieder mit, weißt du?
Was? Gefährlich, gefährlich. Hilf mir mal hier drüben! Bereit? Bereit? Hast du gerade schon mal gesagt, aber egal. Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Und du? Wie bist du hier? Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Sehr alt. Sehr gefährlich. Klettern! Hier ist es nicht sicher. Ja, das sehe ich. Da hinten kommt schon jemand. Was? Friss das, du Ratte! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Wie ist sie denn jetzt da hingekommen? So schnell. Ich war doch nicht lange abgelenkt. Ja. Ich denke... Krokodil, ganz tief. Oh. 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 Joa. Sicher ist... Ja. Alte Ruinen, alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Shh. Sieh hin. Ja gut, der Vogel ist jetzt gleich weg. Oh, bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Hm? Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Ich hasse solche Frauen, ey. Oder solche Questgeber, sag ich jetzt mal. Ich würde ja auch ganz gerne eine töten. Bei Amun, sie ist schnell. Weil ich brauche Krokodilhaut. Komm zu mir, wenn du kannst. Für mein neues Upgrade. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Sie sagt, wir treffen uns beim Römerlager, ja? Und geht in eine ganz andere Richtung. Krokodile kommen echt hinterher. Ist echt krass. Ja. Oh. Was soll ich darauf jetzt sagen, Mädel? Ach so, sie geht zu Fuß. Ja, gut. Okay, jetzt wird's kalt. Na, sie schwimmt wenigstens auch. Ich finde, wenn, dann sollte das jeder tun. Sehr gut verstanden. Ich sagte doch, der Hunger Roms ist unstillbar. Sobeks Tochter ist da drin. Dann wollen wir das arme Krokodil mal befreien. Und die haben ganz schön viele Tiere da drinne. Löwen. Ich weiß gar nicht, sind das Gazellen oder Antilopen? Oder was sind das für Viecher da?
Bei Amun. Das ist mal ein Krokodil. Wundervoll, nicht wahr? Boah. Worauf wartest du? Zerstör den Käfig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die hätte ich auch nicht übersehen. Langsam, langsam. Das muss wohl überlegt werden. Ihr kriegt jetzt erstmal Gift. Oh, können wir nicht alle Tiere... Etwas leiser. Was sagt sie? Memento quod docu erimus! Da ist jetzt einer tot. Deus. Orkest. Nos autum trica! Auxilium! Ich hab den getroffen auf jeden Fall. Ja, ich hab den getroffen. Und sonst scheinen ja hier auch keine weiteren mehr zu sein. Oh, ich habe irgendwas befreit. So, und der auch. Schön, dass sie jetzt alle drauf gehen. Wir wollen ja mal schlau vorgehen, ne? Ja, der ist auch schon tot. Der ist auch tot. Auxilium! So. Die zwei auch noch. Ja, müssten das doch gar nicht mehr sein, oder? Aber man muss die Tiere alle retten, ey. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht eins hier drinnen lassen. Das geht nicht. Da ist immer noch einer. Gibt's ja nicht. Okay. Da ist gar nichts. Ach so. Hey. Ja, so, das war's jetzt. Hey! Wer ist das denn jetzt? Oh. Warum bist du hier? Willst du es wissen? Sobek soll dich holen! Da hast du deine Antwort. Oh mein Gott. So weg, behüte uns. Na Gift, da sollten wir nicht reingehen. Der Löwe wird schon böse. Sei wachsam. Was passiert denn jetzt mit den anderen Tieren? Was passiert, wenn ich jetzt... Oh, bitte. Ich will dir nichts tun. Sobek weiß das. Ja, hoffentlich. Bayek, wir müssen dafür sorgen, dass sie zum Schrein gelangt. Ich tu's einfach mal. Ach, ich hätte es nicht tun sollen. Lauf einfach, bitte lauf doch einfach weg. Lauf einfach weg. Oh nein, das wollte ich nicht.
Ach, komm. Ich muss das einfach tun. Ich kann das nicht anders. Da, er soll abhauen. Ne, der kommt eh nicht hier hoch. Nein, warum tötet? Was macht sie denn jetzt? Frau ist auch ein bisschen dumm. Ach, was ist denn los mit den Tieren, ey? Ich wollte die befreien und nicht töten. Toll, Mädel. Sei stolz auf dich, ey, dass du so eine Scheiße gebaut hast. Genau, haut ab. Haut doch einfach ab. Ja. Krokodil ist da hinten in der Ecke verschwunden. Du nah und blute. Warum sind die Viecher jetzt so bösartig? Ich meine, gut, ich brauchte sowieso das Fell für ein neues Upgrade, aber trotzdem, das musste ja echt nicht sein. Ich wollte ja eigentlich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Jetzt fühle ich mich mies. Kann man nicht auf ihr reiten? So groß wie die ist. Okay, Leute, mir fällt gerade ein. ich muss Schluss machen und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.